So, weiter geht's in der Champions League heute mit dem Duell gegen Salzburg. So. Ja, wir könnten heute schon eine Vorentscheidung sorgen, und zwar die Salzburger rauswerfen. Und danach geht's gegen unsere Freunde aus Nürnberg. Los geht's. Ja, komm, wir wechseln. Wir rotieren mal ein bisschen durch. Aber ich denke, mit 12 Punkten sollte das durchaus möglich sein. Dass wir in der nächsten Runde sind. Coutinho mal rein. Geiger auf die 6 statt Latza. Akpoguma für Savic. Becker hin mal auf rechts für Baku. Neuer raus. Letzter. Merjan für Dings. Bebu mal in den Kader zu berufen. Und Ludwig mal hin auf links. Einfach mal ein bisschen durchrotieren, die Jungs. Auf geht's. Mit der BF gegen den FC Salzburg. Fünftes Gruppenspiel. Also wir sind definitiv weiter. Und das heißt, man kann es sich erlauben. Na dann, los geht's. In der K.O.-Runde stehen sie, aber können sie heute auch noch den Gruppensieg schaffen? Das große Ziel. Heute kann's klappen, gleich geht's los. Wir melden uns aus der Arena auf Schalke, liebe Fußballfreunde. Riesenatmosphäre, herzlich willkommen. Ihre Kommentatoren sind Wolf Fuß und der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Die Vorrunde der UEFA Champions League ist unterwegs. Es kommt hier zu einem Duell in der Vorrunde. Schalke 04 gegen RB Salzburg. Vor allem für die Gastgeber geht es natürlich heute um den Sieg in dieser Vorrundengruppe. Da kann man sich noch nichts für kaufen. Aber wichtig wäre es trotzdem, gerade fürs Selbstbewusstsein und natürlich auch für den weiteren Turnierverlauf. So, geht jetzt gleich los ins Match. Tag 5, der UEFA Champions League, Buschi. Wir können, wie gesagt, mit der WF antreten. Klasse, was die Teams hier immer wieder leisten. Man merkt, was dieser Wettbewerb für einen Stellenwert hat. Ja, da ist Platz jetzt. Bock hat an der Seite. Also jetzt heute mal Marco Richter, der nicht im Kader steht. Aber eigentlich nur aus Fitnessgründen und weil das Ding hier eigentlich durch ist. Die Schalker durch sind. Und ja, Salzburg muss hier gewinnen, damit sie noch eine Chance haben, weiterzukommen. Oder? Wollen hier zumindest gewinnen. Ah, schade. Tja, wo ist die Lücke? Mit seinem Einsatz. Und ciao, glaube ich. Ja. Ecke kommt ins Zentrum. Keeper geht auf Nummer sicher. Faustet diese Ecke. Kalajdzic. Ösi gegen den österreichischen Serienmeister. Ja, gibt die Ecke. Jetzt die Ecke. Und Kalajdzic kommt aber nicht rein.
Jetzt kommt die Ecke. Der Torwart geht da gar kein Risiko ein. Faust in den Geiger. Weg. Er sucht die entscheidende Lücke. Coutinho mit der Ecke. Ecke Coutinho. Ja, Abseits. Na, wie gesagt, ein Punkt reicht ja, um es weiter zu kommen, aber mit dem Sieg wäre es natürlich besser. Burkhardt. Ja, der setzt sich durch, kommt da vorbei an dem. Schöne Flanke jetzt. Coutinho. Im Fokus steht derzeit insbesondere Ralf Fährmann, denn er spielt heute erstmals gegen seinen Ex-Verein. Ach, das ist Fährmann im Tour bei RB. Ich habe es gerade nicht geguckt. Ja, da geht er mit gemischten Gefühlen ins Spiel. Das sind Fans, die er noch kennt. Das sind Gegner, die er gut kennt. Aber er kann das am Ende ausblenden. Ciao. Profi, es zählt der aktuelle Club, das weiß der Trainer. Er stellt ihn auf. In der Zweifel gehabt, der Trainer das nicht. Guter Pass. Großes. Der ist so der Einzige, der noch als Stammspieler übrig geblieben ist. Und jetzt kriegt das Ralf Herrmann ins Tor für S04 Torschütze. Müsste Kalajdzic sein. War übrigens auch nur so nebenbei. Tor Nummer 1 war es in der Champions League. Also in Führung 1-0. Burkhardt gegen Mensa. Der ist weit, weit weg von ihm. Und fast hinten ins lange Ecke setzt den Ball. Nee, sie ärgern sich auch. Ja, den mussten sie machen. Dann haben sie hier alles im Griff. Aber so ist Zittern angesagt. Patrick Farkas. Sie trainieren viel mit dem Ball und das sieht man hier auch in dieser Szene. Technisch von allen Spielern. Große Klasse. Das könnte jetzt ein Konter werden. Es gibt Kalajdzic, der versucht jetzt gerade. Holt sich den Ball. Jetzt verliert er. Ja, ich glaube, das war natürlich kein guter Pass. Na, schön mal. Schöner Ball auf Mertjan. Beziehungsweise der jetzt rangeht. Burkhardt mit der über rechts. Ja, Mann, was ist denn das für ein Moment? Was sind denn das momentan für Bälle? Coutinho. Coutinho. Jetzt ist Freistoß. Er entscheidet auf Freistoß für Schalke. Sehr gut. Der Unparteiische spricht zunächst mit ihm. So muss es sein. Er geht auf die Spieler ein, sagt aber trotzdem ganz klar, was er ist. Ja, keine Chance. Kein Problem bei diesem Freistoß. 2 Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Ein Tor haben wir in Halbzeit 1 gesehen. Und damit ist hier noch nicht. So, auf geht's. Halt soll mal 2. Wir sind ein Punkt und dann ist das Thema hier eh gegessen mit Platz 1, aber wichtig ist, dass wir hier ein bisschen durchrotieren können und wenn wir mal ein bisschen was machen können. Nächste Gegner ist übrigens Sevilla, vielleicht schalten wir die noch aus. Also gucken, es kann viel passieren. Großes. Glück gehabt, dass der nicht durchkam für Salzburg. Und es ist nur momentan also immer noch das magere 1-0 durch Kabasele. Kalajdzic.
Akpoguma, gut gelöst. Ludwig. Ex-Salzburger übrigens, Gosens. Das war schon überzeugend, was er da im ersten Durchgang geboten hat. Ganz wichtig war natürlich sein Führung. Ja, das gibt aber Ecke, weil da ein Salzburger dran war. Mit der Ecke könnten sie noch ein Tor nachlegen. Ja, könnten, aber es wird nicht. Die Gäste werden wechseln. Es gibt ein Tor im Parallelspiel. Im Studio gibt's. Boah, gegen Geiger. Ja, Zickernagel weg. Komm on, kriegt ihr den noch, den Geiger. Es ist immerhin nur aber. Es ist nur 1-0. Über das Zentnern-Tor, nicht Neuer. Kalajdzic. Gosens. Gosens! Ja, Mann. Hab ich. Der Ballverlust. Das nächste Spiel steht an in der Bundesliga für den FC Schalke. Dann geht es auswärts gegen Nürnberg. Nürnberg, und das verspricht natürlich einiges, das könnte hochklassig werden. Na klar. Der Trainer muss reagieren. Sie liegen nach wie vor hinten und versuchen es jetzt nochmal mit einer Auswechslung. Da ist die Flanke ins Zentrum. Da können Sie erstmal klären. Ich komme aber auch momentan nicht so in die Situation rein, wie ich das gerne gehabt hätte. Becker gegen Sigurdsson. Da verlieren Sie den Ball. Und jetzt der Ball auf Patrick Geiger. Er kann es machen. Nicht das 2-0. Ja, Akpoguma, versuch es mal. Die Schalke bleiben weiterhin, oder versuchen zumindest weiterhin dran zu bleiben. Und RB versucht weiterhin zumindest einen Punkt mitzunehmen hier. Um mal, um heute was zu verhindern, dass vielleicht heute ausscheiden, je nachdem wie die Partien denn laufen. Vor allem ein Team, das sind die Gäste. Das zeigen auch die Zahlen beim Ballbesitz. Und es ist klar, wenn sie jetzt auch noch das Tor machen, diese Überlegenheit also endlich mal nutzen, dann ist die Sache durch. Gute Chance. Coutinho. Noch eine Chance da. Eieieiei. Da war mal eine riesen Situation. Akpoguma, gut gelöst da. 1-0. Wir blicken schon mal kurz. Da ist er alleine durch. Gosens, Fährmann. Verhindert weiterhin. Ja, das war nur wäre natürlich die absolute Entscheidung. Und da will ich jetzt hin. Keeper geht auf Nummer sicher. Faustet diese Ecke erstmal weg. Weil mir das Ding gerade noch ein bisschen zu wackelig ist gerade. Ich will dieses natürlich, auch jetzt so die B-Elf ist, in Anführungszeichen. Ich will es gerne eigentlich heute noch irgendwie klar machen. 4 Minuten in der regulären Spielzeit. Weil. So, das Spiel geht jetzt in die entscheidende Phase. Passiert hier noch was, Buschi. Becker. Der auch warten musste, weil sonst wäre es nämlich Freistoß und Gelb gewesen. Und dann ist es Sentner. Wir hören die Schalke-Fans, die wissen, diese knappe Führung ist in Gefahr. Ah, Kalajdzic und Ungarini sagt ja, nö. An mir kommst du da nicht vorbei. Und dann ist es eben egal. 1-0. Schalke ist durch. Mit jetzt 15 Punkten aus 5 Spielen. Das heißt, die B11 der Schalker setzt sich durch gegen RB Salzburg. Und das war's. Das war gut, was er heute angeboten hat. Klar, dass er heute happy ist. Er hat den entscheidenden Treffer gemacht. Na ja, doch, wir haben es erstmal geschafft. Die Aufgabe ist gelöst. Unverdient war es nicht, muss man sagen.
Aber es hätte deutlich ausgehen können. Naja, Hauptsache, wir haben es geschafft. Wir sind durch. Ich gucke gerade, Sevilla gewinnt in Bergamo mit 1-0 und holt sich damit Platz 2. Mit jetzt 9 Punkten immerhin schon. Und der nächste Gegner heißt für uns in der Liga der erste FC Nürnberg. Und das sehen wir uns dann in der nächsten Folge an. Hoffentlich morgen, ich weiß es noch nicht. Gucken, wie ich es mit dem Aufnehmen kriege. Und ja, schauen wir mal. Ne? Bis dahin und tschüss.